Ist das brutal schwer? Kann man das lernen? Oder? So gestellt. Ist das brutal schwer? Damit jetzt, nein, jeder kann reich werden. Mit minimaler Einsatz, Millionär. Ne? Sehen wir hier Dominik, 150 Scheine gemacht, 18%. Hassan, kommt rein, 110 Euro. Bruder, ich... Diese Beweise liebe ich am meisten. Guck mal, Hassan, bam, Hassan, so hier, 4000 und ist egal, ist auf Hase. Ah, hier der Klingan, Undercover in ApoReds Abzockgruppe. Ey, das ist aber nicht nett, das ist Framing. Ich hab direkt, vor zwei Tagen... Direkt Abzockgruppe, nee, mein lieber Klingan. Das ist eine, erstmal ist es eine neutrale Gruppe, man weiß nicht, vielleicht wird man reich. Dicker, der Klingan hat 500.000 Views darauf gemacht. Ey, wir müssen mehr diese Worte Abzock, Mapzock. Ich teste ApoReds Trading Gruppe. Ey, sowas müssen wir auch machen, Alter. Komm. Einfach 900 Euro gemacht, indem ich einfach seine Trades kopiert habe. 110 Euro, 150 Scheine gemacht, 18%. Bilder sagen mehr als Worte, ich liebe sowas. 1800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Ja, und dann bin ich in die Gruppe gegangen. Und damit moin, Leute. Herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich saß letztens zu Hause und dachte mir, was macht eigentlich ApoRed gerade? Und dann sehe ich eine Instagram-Story von ihm, die schon so bodenlos war, dass es beim Zusehen schon unangenehm wird. Man hat von ApoRed ja lange nichts mehr gehört, seitdem Mimi aufgedeckt hat, dass der Typ eigentlich komplett insolvent ist und... Mimi! Ich küsse doch dein linke Zeh. Mimi ist der Beste. ...und in einer Sozialwohnung lebt. Jetzt hat sich ApoRed aber wieder zurückgemeldet. Zuerst vor kurzem auf YouTube. Dort hat er uns nämlich erzählt, dass er mittlerweile in Dubai chillt. Okay, ja, dort geht er hauptsächlich was essen, läuft in irgendwelchen Malls rum und labert wie immer irgendwelches komisches Zeug. Und in diesem Video taucht auch dieser Typ hier auf. Das ist Lukas und er erzählt uns auch später im Video, was der eigentlich so macht. Mein Job im Endeffekt nennt sich Currency Trader, Aktientrader, wie auch immer man sagen will. Das heißt im Endeffekt, du bist in den Finanzmärkten und handelst, kaufst unten ein, verkaufst oben oder andersrum, machst dein Geld an den Profit. Und dann plötzlich geht es doch sehr viel ums Traden. Und ApoRed hat da doch die ein oder andere Nachfrage. Aber Trading ist so, ich persönlich kann damit nichts anfangen. Also ich höre Trading, ich denke mir so, irgendwie so kaufen, an dem Zeitpunkt holen, verkaufen mich. Ist das brutal schwer? Kann man das lernen? Oder? So gestellt. Oh, es ist Trading. Ist das brutal schwer? Erklär mal ein bisschen. Ist das brutal schwer? Die Fallhöhe. Ist das brutal schwer? Damit jetzt, nein, jeder kann reich werden. Nein, ehrlich jetzt, weil ich verstehe das nicht. Jeder, krass, auch ich? Ja klar, du. Mit minimaler Einsatz, Millionär. Ne? Kann man das machen? Kann man diese, muss ich aber so ein Hemd tragen, wenn ich Millionär werde? Nein, musst du nicht. Okay, dann vielleicht mache ich das. Aber ey, das ist irgendwie so 2015 der Style. Ragnarok, Grüße aus Altenessen. Gucke schon viele Jahre dein Content auf YouTube, wollte dir mal dafür danken. Mach bitte weiter so, Grüße an deinen Hausbengelbruder. Oh mein Gott. Ragnarok, Grüße nach Altenessen. Wo in Altenessen wohnst du denn? Ich bin Altenessen zur Schule gegangen, zur Grundschule. Boah, wie hieß die nochmal? Boah, da bei der Badeanstalt, die gibt es auch nicht mehr, die Badeanstalt, glaube ich. Altenessen sieht heute nicht mehr so aus, wie als ich da aufgewachsen bin, war das absolute Brenngebiet. Brenzliches Brenzgebiet. Heute ist das ja so ein Oma-Staat, ne? Ist wie Miami jetzt, ist schön geworden. Früher der Einkaufszentrum in Altenessen haben die, ich schwöre bei Gott, ist kein Gelaber, es hieß früher Einkaufszentrum, EKZ. Einfach EKZ haben die das alle genannt. Bis irgendwann ist irgendjemand klar geworden, KZ ist nicht so, okay. Dann haben die das Allee Center genannt, umbenannt. Aber das war ja schon 20 Jahre nicht mehr da gewohnt. Allee Center, das nennen jetzt alle Ali Center. Lass mal Ali Center, Junge. Damals in den 90ern. Unmöglich, easy peasy. Zum Glück erklärt uns Lukas das alles. Du brauchst irgendjemand, der dir zumindest eine Guideline gibt. Aber jetzt bist du ja Expert. Jetzt bist du ja Expert. Wie macht man das jetzt?
Ich 4,5 Jahre jetzt hier leben. Ja, und plötzlich fühlt sich das irgendwie wie so ein Verkaufsgespräch an. Aber sagen wir jetzt als Beispiel so auf lustig. So, ich nehme jetzt einfach mal so. Also auf lustig. Sag mal ein Beispiel auf lustig, wo man so auf lustig 500 Euro verlieren. Ich liebe das. Deine Sprache ist so geil. 5.000 Euro nennen oder so. Ne? Ja. Kannst du mir helfen? Ja. Freunde, ist mir egal. Ich jumpe 5.000 Euro rein. Ja, und ApoRed ist drin. Er sagt erst, ich habe gar keine Ahnung. Dein Freund ist mir egal, ich jump mit 5.000 Euro rein. Na, du hast ja keine 5.000 Euro. Ja, ich jump, ey, Leute, auf Unterhase, ich take jetzt eine 4-Zimmer-Wohnung und jump da mal rein. Weißt du, was findet ihr schwieriger? Dass dieser offensichtliche Comedy-WhatsApp-Gruppe-Dude sich ApoRed nimmt als Influencer, der so von Glaubwürdigkeitslevel her irgendwo im QVC-Bereich liegt? Es ist schon alles schwierig, ne? Aber Digga, wer glaubt ihm denn noch? Das frage ich mich wirklich, ernsthaft. Ah, 5.000 Euro, da klingelt's in der Kasse. Woher auch immer diese 5.000 Euro kommen, wenn man in Deutschland eigentlich insolvent ist. Naja, und ApoRed ist hier wirklich der zuvorkommende Hase, der uns auch alle nötigen Informationen und Links bietet, damit wir... Der zuvorkommende Hase. Ich habe diesen Hasentalk von ihm vermisst. Leute, ich take jetzt die Wohnung. Ja, okay. Ja, kann nicht jeder eine 4-Zimmer-Wohnung in Hamburg taken. Auch direkt mitmachen können. Dann hau ich mal den Link zur Telegram-Gruppe rein. Ich verlinke mal seine Group. Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Ja, praktisch. Vielen Dank dafür. Das wirkt ja überhaupt nicht aufgesetzt, dass plötzlich 5.000 Euro investiert werden. Und ich war schon ein bisschen skeptisch bei der ganzen Sache und hab dann eine Insta-Story gesehen, paar Tage später, wo es dann weiterging. Wieder ApoRed und... Ich hab mal Real Talk jetzt, ne? Ich wollte mal sagen, ich habe mal 5.000 Euro verloren, auch weil ich jemanden geglaubt habe und es war jetzt nicht so wie das, das ist schon sehr auffällig, aber man könnte mir auch vorwerfen jetzt im Nachhinein, Digga, hast du die Red Flags nicht gesehen? Ja, ich wollte einfach dran glauben und ich wollte das mal ausprobieren. Und zwar ging es um Daytrading, um Forex, also Forex Exchange, ist schon ein bisschen her, Forex Exchange, also einfach... Währungen werden gegeneinander gewählt. Also hier Euro gegen Dollar, Dollar gegen Yen, hin her, Daytrading. Und zwar habe ich war zu faul, das zu machen. War ich so ein fauler. Nee, aber ist einfach nicht mein Thema. Ich habe keinen Bock, das zu machen. Und ich habe da einfach auf Unterhase 5.000 Euro investiert. Also was? Also 5.000 Euro ging erstmal in das Depot und dann hast du es ja noch nicht verloren. Verloren habe ich es erst, als ich auf die Idee gekommen bin, ich könnte mal so einen Bot ausprobieren. Und ich habe schon viel gelesen, dass diese Bots nicht funktionieren und so. Aber ich war irgendwie, da hat die Gier meinen frontalen Kortex gefressen. Und ich habe gedacht, ich probiere mal ein paar Apps aus. Habe dann eine App probiert, die war jetzt auch nicht teuer, 100 Euro oder so. Das war nicht das Problem. Das Problem war, ich habe das ganze Geld verloren, weil ich auf diese App, weil ich halt diesen Bot habe 2-3 Monate traden lassen. Und ich habe auch, es hat auch Gewinne gemacht. Das hat aber auch Verluste gemacht. Und irgendwann war das Geld dann auch weg. Komplett weg. Scheiße. Ja, das war ein Learning, sagen wir mal so. Das war ein Learning. Foreign Exchange Market. Ausländische Schmusenks miteinander schmiesen. Bruder, es ist ein bisschen eine Mischung aus Faulheit. Mann, Bruder, hört nie auf mich, wenn es um sowas geht. Nie. Disclaimer, wenn ich euch sage, wo ich mein Geld reintue, macht das nicht. Ich bin neu. Ich bin selber am gucken. Ich lerne noch. Shoutout an Schmake. Nein, aber das war, also ich kenne ein, zwei Leute, die mit Forex sehr viel Geld verdient haben, aber die machen wirklich nichts anderes, als die sitzen an zwei Rechnern den ganzen Tag und es ist sehr, sehr langweilig so. So, das ist das Leben eines Forex. Aber du machst dein Geld, du machst schon Geld, aber ja, ich war da ein bisschen zu Dings. Ich habe mich auch für schlau gehalten. Ich dachte so, für sowas muss es doch einen Bot geben. Wie ich damals Tinder installiert habe, das ist schon wirklich way back. 2013 oder so, 2014, als Tinder auf den Markt kam, habe ich mir, ich denke das immer, das ist mein erster Gedanke. Boah, mein Gott, Alter.
Statistisch gesehen, wenn ich nur die like, die ich mag, ne, dann like ich vielleicht 10 am Tag. Also am Tag, ich hängst ja nicht den ganzen Tag dran, aber du verlierst viel Zeit. Wie viel Prozent von denen, die du geliked hast, liken zurück? So. Entspannt wäre, alle liken und dann die, die zurück liken, die matchen, dann aus denen auszusuchen, die gefällt mir, da schreibe ich zurück. Die Chancen sind einfach größer. Jetzt habe ich da einen Tag so gemacht, irgendwann habe ich gedacht, dafür muss es doch einen Bot geben. Ich habe tatsächlich dann einen gefunden, der ist schon mal way back. Ich hoffe, man kann hier erzählen. 4,99 Euro. Es ist ein einfacher Bot. Ich habe auch versucht, den selbst zu machen, aber der war echt zu voll wieder. Sehr einfach. Im Prinzip macht der nicht viel. 4,99 Euro einen Bot geholt, ne? Dann, ich gucke, mach so, da stand da so, 4000 Leute wurden geliked. Das war auch schon lustig, Alter. Das war so bescheuert, Alter. Heftig. Hab auch dann meine Traumfrau gefunden. Natürlich nicht. Aber ich denke immer, für jede Scheiße, man, da muss es auch einen Bot für geben. Für diese ganze Scheiße, wo ich zu faul bin, das zu machen. Auch so, boah, ey, heute ist Dings, ne, Valentinstag. Oh, jemand muss mit meiner Freundin essen gehen, dafür muss es doch einen Bot geben. Gibt es Leute, die gut aussehen, die man buchen kann, geben mit meiner Freundin, weil sie keinen Bock mehr auf die hat. Die geht mir auf den Sack. Ich habe so Streit mit der GDU. Nein, aber was ich mal gemacht habe, Real Talk, ich habe mal ein halbes Jahr vorher, habe ich für den Valentinstag einen Strauß Blumen für meine Freundin vorbestellt. Weil ich wusste, ich kenne mich, ich bin auch kein Geburtstagsmensch, ich bin einfach mit diesen Daten nicht gut, überhaupt nicht. Das ist auch, könnt ihr Ilja fragen. Ey, morgen Splash, was? So einer bin ich. Auf jeden Fall, jetzt pass auf, da habe ich mich einen Monat vorher mit meiner Freundin gestritten. Wir waren so ein kleines bisschen irgendwo zwischen Trennung und Schmennung. Also Trennung und abends einmal, aber wir kommen jetzt nicht zusammen. Abends, okay, aber Trennung. Wir wissen noch nicht, bisschen mögen wir uns aber noch. Also wir haben Streit. Ich bin irgendwo am Arsch der Welt, auf irgendeinem Interview. Kommt so ein Foto von Riesenstrauß. Dankeschön. Das ist voll süß von dir und so. Und ich so. Was? Was ist denn das? Am Nachdenken. Yo, das ist von mir. Ich habe das vor halbes Jahr bestellt. Dicker, die Zukunft beeinflusst aus der Vergangenheit. Ich sag euch. Damit habe ich auch mein Ego überwunden. Weil damals habe ich das gerne gemacht. In dem Moment aber war ich so voller Ego und Streit und nee und so will ich nicht und so. Hätte ich das nicht gemacht mit den Blumen. Deswegen, trickst euch selbst aus. Ich sag euch, das ist das Beste. Trickst euch selbst raus. Das war dieser Tenet, was ich gemacht habe. Unser Lukas, immer noch in Dubai, natürlich. Und da erzählt uns ApoRed, wie erfolgreich er mit diesen geilen Tipps bisher schon war. Ich habe vor 2 Tagen einfach 900 Euro gemacht, indem ich einfach seine Trades kopiert habe von der Gruppe, Freunde. Ah, ja, krass, das ist aber ein Zufall. Aber nicht nur Ja, und dieses, was er erzählt, gibt es viele. Viele machen dieses, das hat der Kollege aus München, wie heißt nochmal der Kollege aus München, den wir mal seine YouTube-Videos ab und zu gucken. Der auch immer so Selbsttests macht. Dieses, ich trade das vor, ihr tradet mir nach. Also ich sage, und ihr macht alle nur nach. Das ist ein alter Hut, gibt es schon länger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das in Deutschland legal ist. Ich meine, das ist nicht mal legal in Deutschland, in anderen Ländern schon. Ich meine, ich habe mal so eine Doku darüber gesehen, dass man in der Schweiz das machen kann. Eine Firma dein Geld geben, die traden für dein Geld. Die machen das für dich. Torben Platzer, genau. Habibi Torben. ApoRed, sondern auch die Leute, die erst seit kurzem in der Gruppe sind, sollen schon richtig dick Kohle damit gemacht haben. Tobi ist vor ein paar Tagen in die Gruppe gekommen, 1800 Euro Profit. Sehen wir hier Dominik, 150 Scheine gemacht, 18%. Hassan, kommt rein, 110 Euro. Bruder, ich... Diese Beweise liebe ich am meisten. Guck mal, Hassan, bam, Hassan, so, hier, 4000 und ist egal, ist auf Hase. Hier, Dominik, 4736 Euro, siehst du, und 50 Cent. Unterhase ist nix. Der ist erst seit 3 Tagen dabei. Hier, Porsche. Gekauft. So, auf Basis. Nichts passiert. Ich liebe das.
erkennen gar nichts. Ach so, ja, Leute, übrigens, ich habe auch eine Trading-Gruppe aufgemacht und wie man hier erkennen kann, haben die Leute da drin mit cleverem Investieren 7... Na, ich glaube nicht mal, dass die das machen. Die Screenshots sind doch fake einfach. Du brauchst gar nicht so zu machen. Es ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch, Mann. Milliarden Dollar Umsatz gemacht, hier. Davor sagt man dann noch solche Sätze. Leute lügen, aber Resultate nicht. Ja, und man versucht mit sowas natürlich... Das ist so geil, diese Verkaufsgespräche. Leute lügen, Resultate nicht. Leute lesen aber Resultate gleich vor, oder? Und da Leute lügen, die Resultate, die die dann vorlesen, ergo gleich E gleich MC hoch Limes N gegen... Bruder... Mach mich nicht Hanau, Junge. Nicht, dass mich Leute... Überdurchschnittlich intelligent. Ey, Alter. Nicht, dass gewisse Leute uns... Vertrauen bei den Leuten aufzubauen. Dass man sehen kann, ja guck mal hier, das kann doch gar nicht gelogen sein. Hier steht's ja, das muss ja stimmen. Diese verpixelten Screenshots, auf denen ich absolut nichts erkennen kann. Nee, stimmt. Also... Das kann auf jeden Fall nicht gelogen sein. Und dann versucht man noch das Gefühl davon zu erzeugen, dass hier wirklich ein sehr, sehr gefragtes Angebot ist. Ich werde jetzt voll bombardiert, tausende Nachrichten, er wird voll gespammt. Jeder will rein, weil es einfach for free ist. Klar, damit möchte man natürlich bei den Leuten ein Fear of Missing Out Gefühl erzeugen. Dass das hier der... Ich werde voll gespammt. Viele Leute fragen mich, guck mal. Keiner fragt dich. Kennt ihr das hier? Wie heißt diese? Wie heißt es? Warte. Du siehst nichts, Stille, Wüste. Und dann kommt ein so ein, wie nennt man dieses Gewächs, was einfach so durch das Bild schmust. So, wie nennt man sowas? Oase, Wüste, Strohball, Wüste. Ich versuche mal sowas zu finden. Ja, genau. Genau das habe ich gesucht. Guck mal. Pixelten Screenshots, auf denen ich absolut nichts erkennen kann. Nee, stimmt. Also, das kann auf jeden Fall nicht gelogen sein. Und dann versucht man noch das Gefühl davon zu erzeugen, dass hier wirklich ein sehr, sehr gefragtes Angebot ist. Ich werde jetzt voll bombardiert. Tausende Nachrichten. Ich werde voll bombardiert. Ja, klar. Gespammt. Jeder will rein, weil es einfach for free ist. Klar, damit möchte man natürlich bei den Leuten ein Fear of Missing Out Gefühl erzeugen, dass das hier der neue, heiße Scheiß ist, bei dem man unbedingt dabei sein muss und richtig viel verpasst, wenn man es nicht tut. Ja, keine Ahnung, bei wem das so klappt. Ach so, es sind mehrere tausend Interessenten. Ah, nicht, dass ich da noch zu spät komme. Aber, ja. Also... Irgendwie kann ich dann doch noch mitmachen. Leute, ich sag ganz ehrlich, ja, wir können jetzt nur noch 10 Leute kostenlos mit reinpacken. Wir können jetzt nur noch 9 Leute können dieses Angebot wahrnehmen. Okay? Leute, guck mal, scheiß drauf. Guck mal, wir haben jetzt auch hier nicht zu viel Geld zu verschenken, okay? Nur noch 12 Leute können dann bis 16 Uhr kommen. Komm, dann machen wir auch zu jetzt hier. Bruder, ich sollte so ein Typ werden, Alter. Ich könnte, glaube ich, das gut. Danach muss ich die Gruppe schließen. Ach, er sagt das noch. Danach muss ich die Gruppe schließen. Ja klar, warum denn? Warum? Warum können ausgerechnet nur 10 Leute noch in die Gruppe? Warum nicht 11, ja? Was würde eine Person für einen Unterschied machen? Du hast keine Ahnung, deswegen. Dings. Es ist aber ärgerlich, dass diese Gruppe dann geschlossen wird. Das heißt, ich habe nur noch jetzt die Möglichkeit dazu. So ganz konnte ich das nicht glauben. Und... dann habe ich mir gedacht, probierst du es einfach mal aus. Also bin ich auf den Link gegangen und dachte mir, oh, hoffentlich gehöre ich zu den 10 Leuten, die reinkommen. Und siehe da, die Gruppe hat fast 6000 Mitglieder und ich wurde angenommen. Ja, irgendwie passen doch mehr als 10 Leute rein, habe ich das Gefühl. Die Gruppe wurde übrigens am 19. Juni gegründet und schon in der ersten Nachricht wurde gesagt, dass ein Teilnehmer 4000 Euro gemacht an einer unserer Trade-Ideen. Wenn du in meiner VIP-Gruppe willst, schreib mir eine Private-Nachricht an Life of Lucas. Kein Monatsabo oder so ein Zeug. Ja, nee. Euro damit verdient hat. Bro, das ging schnell. Wo kommst du her? Und dann habe ich mich da einfach mal so durchgeklickt und geguckt, was da so geschrieben wird. Und immer wieder fällt auf, dass gesagt wird, dass man ihn privat schreiben soll, wenn man... Leute, ich nehme nur noch 5 Leute heute mit rein, ja? Dann erstmal ein bisschen raus, ja? Schreib mir jetzt VIP und ich zeige dir Step by Step, wie alles geht, weil... ich bin dieser eine Hase, dieser verschenkende Hase. Warum soll man das machen? Wenn man nicht selber... Also, Bruder, was hast du davon?
in die VIP-Gruppe kommen möchte. Also wir sind hier wohl in der Billo-Gruppe für den Pöbel und das einfache Volk, aber die coolen Leute, die sind in der VIP-Gruppe. Und es fällt auf, dass dieser ganze Channel, in dem man hier drin ist auf Telegram, eine einzige Werbeveranstaltung für diese VIP-Gruppe ist. In jeder zweiten Nachricht geht es darum, schreib mir doch endlich nur noch 5 Plätze, nur noch 10 Plätze, komm doch endlich in die Gruppe. Inhaltlich erfährt man hier überhaupt nichts, außer natürlich, dass die Leute in der VIP-Gruppe Onkel Tex schreibt, Onkel Tex, Dankeschön. 5 Euro hat der reingeschmissen und schreibt, Bruce, ich gebe dir einfach freiwillig mein Geld, ohne reden. Ist einfacher. Kommt jetzt alles in unsere neue WhatsApp-Gruppe, beste Geld. Wir haben nur noch 2000 Plätze frei, wir machen safe Gewinne. Falls nicht, macht Bruce den Insolvenzhasen. Da hast du was Falsches gesagt, Bro. Es heißt der Insi-Modus. Vielen Dank, Onkel Tex, vielen, vielen Dank. Oh, Frederick. 2847, Leute. Wir können nicht mehr jeden hier nehmen. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, subbt jetzt rein. Wir können hier, es passen nicht mehr viele Subs hier rein. Leute, meine Bank hat mich angerufen. Die meinten, ey, guck mal, reicht jetzt hier mit deinem Geld, weil wir haben keinen Platz mehr, ehrlich. Tu auf andere Bank. Frederick, danke für Subs. Mega fett Cash machen. Haben wir ja auch schon gesehen in der Insta-Story. Nicht. Hassan, kommt rein. Jetzt komm doch endlich in die Scheißgruppe. Am 22. Juni schreibt er zum Beispiel, die ersten 4 Leute, die sich bei ihm melden, kommen kostenlos in die VIP-Gruppe. Bruder, das ist immer kostenlos. Er sagt das jedes Mal. Am 23. Juni wird einfach die allererste Nachricht aus der Gruppe vom 19. Juni nochmal Ach nee. Postet. Einfach, ja, komm hier, rein damit. Und immer wieder postet er auch Videos und Sprachnachrichten von sich selber, wo er eigentlich immer genau das Gleiche erzählt. Komm in die Gruppe, es ist alles kostenlos, ich bin wirklich der Einzige, der das genau so anbietet. Einmal sagt er in einem Video aber auch das hier. Ich hatte damals einen riesen Signal-Service, wo ich Leuten für 50 Euro im Monat meine Trader dir verkauft habe, ja? Aber mittlerweile sind 5,5 Jahre vergangen, seitdem ich im Markt aktiv bin. Ich lebe in Dubai, ich mache mein Ding, ganz ehrlich, life is good. Ich brauche deine 50 Euro im Monat nicht. Wie selbstlos. Ey, das ist so geil. Ich liebe diese Leute, Alter. Boah, das ist mein Guilty Pleasure. Ich könnte mir das den ganzen Tag geben. Ah, das ist so geil. Ich brauche deine 50 Euro nicht. Aber warum willst du die dann? Aber also, dann mach doch umsonst. Bruder, Alter. Eieieiei. Guck mal, Leute, ne? Ich habe ja gar nichts dagegen, dass der sein Geld verdient. Ist ja gar kein Problem. Selbst wenn er Trading-Tipps verkauft, wenn du sie kaufst, ja, es ist halt so. Er bietet was an, du kaufst oder kaufst nicht. Nur halt, man muss aber halt nur nicht lügen. Also das ist natürlich Quatsch, Alter. Gequirlt. 50 Euro von uns zu verzichten. Dann erzählt er uns, dass er sich die Augen hat lasern lassen, natürlich nur mit dem Profit vom Trading, na klar. Und hey, auch ApoRed kommt in seinem Video mal vor. So, Freunde, wir haben uns wieder einen richtig geilen Spot ausgesucht. Red ist auch am Start, Digga. Eis Latte Macchiato. Schmeckt? Ja, sehr lecker. Latte Macchiato, das ist so geil. Ey, ich schätze dir, ne? Die haben einfach, ey, wirklich, die Influencer heutzutage haben komplett Sprache verlernt. Vor. So, Freunde, wir haben uns wieder einen richtig geilen Spot ausgesucht. Red ist auch am Start, Digga. Eis Latte Macchiato. Schmeckt? Ja, sehr lecker. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir den auch mal da gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, der Lukas... Latte Macchiato. Latte Macchiato. Aber ja, gut. Warum lache ich? Ich bin doch genauso. Ich kann auch gar nicht mehr reden normal. Ist ein seriöser Boy. Er weiß, auf dem Markt ist viel Bullshit, aber er ist real. Was auffällt, ist, dass er erstaunlich oft kein T-Shirt anhat, aber sehr oft Zigarre raucht. Okay? Aber immer wieder musste ich an diese VIP. Also kein T-Shirt und sehr oft Zigarre, das erinnert mich an Schmandrew Schmade. VIP-Gruppe denken und fand es irgendwie komisch, diese mysteriösen Leute, diese Special-Leute viel weiter oben als wir. Am 8. Juli schreibt er zum Beispiel, es gibt nur noch 22 Plätze in der Gruppe, danach wird die Gruppe zugemacht. Okay, wow, jetzt wird's knapp. Paar Nachrichten später schreibt er, dass nur noch 5 Leute rein können. Am 9. Juli schreibt er auch, dass nur noch 5 Leute rein können. Und am 10. Juli auch jetzt wieder bestimmt.
Uli, können auch nur noch 5 Leute rein. Ey, das ist so peinlich. Nein. Naja, also irgendwie komisch, oder? Und auch am 10. Juli erzählt er uns, dass in der Gruppe aktuell 289 Menschen sind und bei 300 macht er die Gruppe zu, dann kostet es, wenn man da rein möchte. So Leute, ihr seht hier die VIP-Gruppe, wir haben fast 300 Member. Bei 300 mache ich zu, Leute, dann kostet der Scheiß, ja? Warum kostet es dann, ja? Warum dürfen nicht 301 Menschen in die Gruppe? Wo ist der Unterschied? Ich dachte, es ist die ganze Zeit kostenlos. Das ist zu krass. Naja, dann kommt am 12. Juli die Meldung, die Gruppe ist zu. Leute, ich habe jetzt erstmal die Gruppe zugemacht. Scheiße, jetzt habe ich's verpasst. Ich wollte doch rein. Ah, was haben wir denn da? Paar Nachrichten später, 5 Leute können noch rein. Ja, das ist aber merkwürdig. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Nur noch 5 Plätze? Da muss man sich ja mal melden. Also habe ich das gemacht und gewartet, dass er mich endlich in die Gruppe holt. Schließlich möchte ich doch die geilen Trades mitbekommen, damit auch ich Multimillionär werden kann. Und dann habe ich gewartet. Und gewartet und gewartet. Und endlich hat er sich bei mir gemeldet und gesagt, Bro, du kannst rein. Ey, was ein Zufall. Oh, unter den letzten 5 Leuten, die noch reingepasst haben. Sonst wäre die Shit. Gruppe bestimmt voll gewesen. Was? Ach, es werden immer noch Leute aufgenommen. Das ist ja komisch. Und wenn man dann in diesem Stadium angelangt ist, erfährt man erstmal, wie der Hase da eigentlich läuft. Natürlich kommt man nicht einfach so rein. Nein, man muss ein paar Bedingungen erfüllen. Und zwar muss man auf der Website T4Trade ein Konto eröffnen und mindestens 300 Euro einzahlen. Und zwar nur. Er wiederholt das. Nur. Ja, das ist ein Referral-Link. Ich meine, ich weiß nicht, Mann. Guck mal, die Leute können doch auch Geld verdienen, wenn die ehrlich sind. Also du kannst auch einfach sagen, Bro, ich gebe dir Trading-Ticks, das ist mir ein Referral-Link, wenn du das darüber machst, verdiene ich mampfig mit. Und dann versuchst du den Leuten echt gute Trading-Links zu geben, wenn du es denn kannst. Aber es ist von vorne bis hinten gelogen. Was die machen ist, ich gehe davon aus, es ist bei den Casino-Sachen auch nicht anders. Du gibst den Leuten ein Trading, dir ist das völlig egal, du kannst es eh nicht, die sollen da reingehen und du verdienst an deren Loss mit. Was die verlieren, teilt die Firma mit dir zur Hälfte oder irgendwie sowas. Oder ich glaube, selbst auch wenn du gewinnst, teilen die das mit dir. Und am Ende arbeitest du nur über Masse. Im Prinzip bist du einer von 3 Millionen oder einer von sehr, sehr vielen Promotern für diese Seiten. Ja, Bruder. Über diesen einen bestimmten Link. Darauf kommen wir noch. Und lass mich das auch mal sagen. Es heißt nicht, dass du damit kein Geld machen könntest. Ich weiß nur nicht, ob du über ihn da rein musst und dir seine Tipps geben. Weil für mich ist es natürlich, wollen wir mal fair sein, vielleicht kann er es auch, keine Ahnung, aber für mich ist jetzt irgendwie nicht ersichtlich, dass der was drauf hat. Plus, man muss sagen, für mich ist ApoRed ein Red Flag. Wenn ich ApoRed sehe, der promotet, selbst Eiscreme würde ich nicht essen, was der promotet, Alter. Das ist komplette Red Flag. Mal gleich zu sprechen. Warum denn bloß? T4Trade ist die Trading-Seite, mit der er offensichtlich arbeitet und mit der auch alle seine Leute in der WhatsApp-Gruppe arbeiten sollen. Telegram-Gruppe, ja, Entschuldigung. Apo Red Flag, ja. Und wenn man sich das Ganze mal genauer anguckt und wissen möchte, was dahinter steckt, sieht man, dass T4Trade eine Firma ist, die auf den Seychellen sitzt. Genauer gesagt, Seychellen, beste Land. Hier, in diesem seriösen Gebäude, direkt neben diesem seriösen Spielcasino. Sieht doch vertrauenserweckend aus, oder? Also, ja. Falls ihr... Ja. Für mich ja, reicht mir. Doch mal irgendwie Probleme mit dieser Firma bekommen solltet, viel Spaß, von da euer Geld zurückzubekommen. Wenn man sich dazu die Bewertung bei Trustpilot mal anguckt, sieht man, 3,9 klingt jetzt erstmal gar nicht so scheiße. Allerdings klingen alle deutschen Bewertungen schon sehr nach Fake. Zum Beispiel werden in allen... ganz kurz, Das Murdered schreibt also, so wie bei Casino-Streamern, die am Loss ihrer Viewer auch mitverdienen. Also ja und nein, es gibt natürlich verschiedene Deals, ne? Es gibt einen Deal... da bekommst du einfach Geld im Monat, dass du einfach zockst. So, das ist ganz einfach. Ich will jetzt keine interne ausplaudern, aber ich kenne ein paar Leute, die einfach so gemacht haben. Du kriegst monatlich Geld. Das ist wie ein Placement einfach. Zum Beispiel damals Platin Casino hat den Rappern Geld gegeben, hier, bau das den Rap ein. So, das ist das eine. Das finde ich dann schon mal, also das ist das erste Level. Dann gibt es so Levels, irgendwann musst du halt Links verteilen, die Leute melden sich bei den Seiten an, können dann spielen, können natürlich auch gewinnen, also ne, die theoretisch ist immer auch möglich, dass du gewinnst, ist ja klar, aber die Masse wird ja, guck mal, Leute, damit das klar ist, natürlich kann einer auch gewinnen oder zwei, in der Theorie, aber rein statistisch ist doch ganz klar, dass immer viel mehr verlieren werden als gewinnen, ist doch klar,
Ist doch Logo. Sonst würden diese Casino-Seiten doch alle nicht so viel Geld haben. Sonst wird doch Las Vegas gar nicht funktionieren. Und warum kann denn so eine Firma wie Stake von heute auf morgen so eine krasse Konkurrenz für, oder zumindest scheint das ja so, man wird das auf langfristig sehen, aber so einen Wirbel gegen Kick gegen Twitch machen können und 100 Millionen an denen, 50 Millionen an denen kommt zu uns. Natürlich, die drucken, also in Anführungszeichen, ist ja fast wie Geld drucken, was sie machen. So, natürlich verdienen die an den meisten mit. Natürlich kann aber auch einer von euch da spielen und gewinnen, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist nur, statistisch gesehen wirst du eher verlieren, ist ja klar. Und wenn man das immer dazu sagt, von mir aus, mein Gott, ey, macht, was ihr wollt, aber ich finde, man muss schon fair spielen, so, weißt du? Und hallo Kick, lad mich ein, ich mach das auch. Nee, aber am Ende gibt es verschiedene Deals. Es gibt Deals, da verdienst du an deren, also wenn du Leute reinholst, verdienst du da mit an denen. Du mampfst mit, das ist ja dann so ein kleines bisschen, ich will jetzt das Wort Schneeballsystem so nicht so dribbeln, weil ich glaube, das wäre schon verboten, aber Multimarketing kann man das nennen. Du, jeden, den du reinholst, an dem verdienst du mit. Aber ja, du. Ja, wisse, ja, ah! Bewertung, die engen Spreads positiv hervorgehoben. Ah, natürlich, das ist mir natürlich sehr wichtig, diese engen Spreads, ja. Und auch Wörter wie wettbewerbsfähig oder leistungsstark, Sachen, die niemand einfach so in so einer Bewertung schreiben würde, werden doch sehr oft wiederholt und klingen schon sehr geskriptet. Gleichzeitig hat diese Plattform aber auch sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen, die davor warnen, diese Plattform zu benutzen, weil sie auch von Scammern benutzt wird. Manche Scammer werden sogar direkt namentlich genannt, die das genau mit der gleichen Masche gemacht haben. Sobald du dich über den bestimmten Link einer Person anmeldest, wird diese Person an allen Investments, die du tust, beteiligt, auch wenn du Verlust machst. Also XX schreibt im Chat, du bekommst Provision. Na, das Wort Provision ist nicht ganz richtig. Es gibt Modelle, da bekommst du Provision. Das heißt, Beispiel, einer kommt rein, als jetzt völliges Beispiel, spielt mit 100 Euro, du kriegst dann 10%, das wäre dann 1 Euro. Aber Provision ist, glaube ich, ja einmalig. Aber es gibt halt Deals und ich glaube, bei diesen Trading-Plattformen gibt es die auch. Da verdienst du die ganze Zeit mit. Egal, wann dieser Typ mit dem Referral-Link sich angemeldet hat, egal, was er macht, du verdienst mit, du bist beteiligt. Die müssen ihre heftigen... So ein kleines bisschen wie Amazon-Referral-Links. Bisschen. Trading-Tipps also gar nicht kostenpflichtig machen, weil die eh, egal was du machst, dabei mitverdienen. Und diese Scammer, die in diesen Bewertungen genannt werden, leben jetzt auch in Dubai. Das ist aber irgendwie... Dubai ist voll das seriöse Ding. Alles ganz schön komisch. Und das erklärt auch, warum man unbedingt diesen einen bestimmten Link nutzen sollte und mindestens 300 Euro einzahlen muss. Spoiler, weniger geht nicht. Warum auch immer. Es gab keine Begründung. Ja, vielleicht, weil der Lukas dann einfach zu wenig daran verdient, ne? Aber mehr geht natürlich, klar. Damit ich dann überhaupt in die VIP-Gruppe komme, sollte ich dann das Konto eröffnen, das Geld einzahlen und dann, wenn das Geld eingegangen ist, ihm ein Foto davon als Beweis schicken, dann wäre ich reingekommen. Ich habe mal darauf verzichtet, 300 Euro war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege das Geld nicht wieder. Aber wenn man mal überlegt, ja, dass mindestens 300 Leute in der WhatsApp-Gruppe sind, kommt da bei mindestens 300 Euro pro Person schon einiges zusammen. Und ich finde es so komisch, dass immer noch heutzutage so viele Menschen auf so eine Masche reinfallen. Was ich übrigens auch komisch finde bei allen Instagram-Stories, wo guckt ApoRed hin? Weil das jedes Mal so aussieht, als würde er einfach an der Kamera vorbeigucken, weil dahinter jemand steht, der ihm Anweisungen gibt. Eigentlich müsste doch ein Influencer mit jahrelanger Erfahrung in der Lage sein, in eine Kameralinse zu gucken. Das ist ja nicht so kompliziert, ja? Ja, aber das wissen wir ja von Red, von damals, wie er dieses eine Gaming-Spiel da vorgelesen hat. 300 mal 300 läuft bei dem, ja, ja. Auge, Kameralinse, rein. Außer... jemand steht hinter der Kamera mit großen Schildern mit den Sachen, die ApoRed dann vorlesen soll. Damit er halt seinen Text nicht vergisst, ne? Komisch. Ich glaube, wenn das wirklich stimmt, wäre das mit das Witzigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Boah, Dena schreibt, ob diese Trading-Plattform auch noch vielleicht zufällig, also zusätzlich noch Geld machen mit Datenverkauferei. Das weiß ich nicht. Das müsste ich nur raten. Aber durchaus möglich.
gesehen habe. Ich hoffe, vielleicht auf irgendeiner Festplatte von Mimi taucht noch irgendwelches Material dazu auf. Wenn ja, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, Leute. Diese ganze Aktion wirkt so unfassbar random. Wir haben lange nichts mehr von ihm gehört. Insolvenz, in Deutschland irgendwie schwierig. Zack, plötzlich in Dubai, plötzlich diese sehr erfolgreiche Trading-Gruppe. Und was ich bei dieser ganzen Aktion nicht verstehe, solche Gruppen sind ja nichts Neues. Die gibt es ja schon seit Jahren. Und die Leute wissen eigentlich schon seit Jahren, dass das kompletter Trash ist. Wir erinnern uns alle an diese wunderbaren Videos hier. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Oder? Das Prinzip hier! Alter, wenn da, also wirklich, ich bin auch schon noch viel Scheiß reingefallen, ne? Aber das ist schon sehr hart. Ist genau das Gleiche. Komm in die Gruppe, es ist unverbindlich. Ja, gut, reicht jetzt an der Stelle. Reicht jetzt, wiederholt sich nur noch. Danke, Klingern, hier ist ein Like. Danke für das Video. Wir rutschen mal weiter an den hier. So.